good. So, meine Freunde, der D ist wieder am Start. Herzlich willkommen zum neuen Commentary von mir. Und im Hintergrund seht ihr ein richtig freshes Black Ops 2 Gameplay. Nämlich, das ist eine auf einem neuen Account einfach gespielt, Level 30 oder Level 40 oder so. Ohne Plünderer-Package, ohne irgendwelche Special-Dinger, ohne Orbital, ohne Konterdrohne, Drohne, Blitzschlag und ich glaube Tarnhelikopter oder wie das Scheißding heißt. Mit den Streaks spiele ich eigentlich nie und habe ich noch nie in Black Ops 2 wirklich verwendet, ne? Ohne Witz, ich habe so gefeiert, wo ich diese Nuklear gemacht habe, nämlich ich habe die aus dem Kinomodus aufgenommen, wie man wahrscheinlich sieht. Das habe ich einfach so spontan erspielt, weil, und es ist noch nicht mal gut, ich habe wirklich fast nur in dem Haus stationiert. Einfach nur die ganze Zeit im Haus stationiert. Normalerweise waren eigentlich die Gegner so schlecht, ihr müsst auch mal auf die Level-Rankings von den Gegnern gucken, ich glaube, da sind kaum Prestige dabei, oder Prestige-Master, sagen wir es mal so. Ja, ja, doch, da sind kaum welche. Auf jeden Fall ist mir aufgefallen, sie waren unglaublich schlecht und das ist, das habe ich nie in Black Ops 2, wenn ich mit Patrick oder so Black Ops 2 suchen möchte und das kennt ihr bestimmt auch. Es ist unglaublich, ihr spielt hauptsächlich gegen Deutsche, hauptsächlich gegen Leute, die ein Unlock All haben, mit einer, wirklich mit einer KD, ja, nicht nur mit einer 3er, 4er, 5er, 6er, 7er, 8er KD oder sowas, ne? Nein, weiß ich, da habe ich wirklich, ohne Witz, das ist jetzt kein Scherz, 17.000er KD oder so gesehen. Das ist wieder so ein Bullshit, ne? Was, boah, ne? Richtiger Müll. Auf jeden Fall, was ich jetzt einfach merke, ist, Black Ops 2 ist einfach an so einem Punkt angelangt, wie MW2, MW3 und so auch schon ist, nämlich das Spiel ist tot, was Zocken angeht. Also es macht, ich finde persönlich keinen Spaß mehr. Ich finde, wenn ich Black Ops 2 reinlege und zum Beispiel eine Runde zocke, die ja eine gute Lobby ist. Das heißt dann noch ordentliche Gegner sind und nicht die Hälfte der Lobby aus Clan-Leuten, deutschen C4 springenden Scuff-Leuten besteht, dann macht es meiner Meinung nach mehr Spaß, als wenn ich in Advanced Warfare mit einem Reverse Boost Account gegen Noobs spiele. Ich finde, da macht Black Ops 2 definitiv mehr Spaß. Aber ich habe auch ein kleines Video für Mittwoch oder ja doch, ich denke Mittwoch vorbereitet. Nämlich, da gibt es ein kleines Hacker-Video, wo ich wirklich sagen muss, Black Ops 2 ist am Ende, aber da möchte ich nochmal drüber in dem anderen Video natürlich sprechen. Aber hier nochmal als kleinen Tipp, da kommt auf jeden Fall nochmal das ein kleines Video, weil sowas habe ich persönlich noch nicht gesehen und ich fand es auch relativ witzig, aber dann gut. Und nochmal kurz aufs Gameplay. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass ich die Nuklear viel, viel schneller erreichen könnte, erstmal als erstes, wenn ich ein Orbital oder sonst was dabei hätte, was ich ja natürlich noch nicht freigespielt hatte, und einfach durchstürmen würde. Ich müsste mir ja gar keine Gedanken haben, ich wollte sie sowas von safe haben in dem Moment. Und ich denke, wenn ich wirklich durchgestürmt werde mit Konterdrohne, Orbital und sagen wir mal Ska oder halt auch mit der Elsat, scheißegal, das wäre eine richtige Lobby, wo ich denke mal die Hälfte der deutschen Call of Duty Spieler hier definitiv eine Double bis Triple, na Triple ist ein bisschen hochgezogen, aber hochgezogen, naja, bisschen, ja doch, Double Nuklear ist auf jeden Fall drin. In so einer Lobby wäre auf jeden Fall drin gewesen. Und was mich noch so dazu inspiriert hat, hier überhaupt ein Video zu Black Ops 2 zu machen, ist ganz einfach. Mir kommt es so vor, als möchte jeder in Black Ops 2 so beweisen, ich bin der King. Jedes Mal, wenn ich in eine Lobby join, gibt es immer irgendwelche Leute wie, weiß ich, Sweat for my life, Unlock All, gehackt. Ja gut, habe ich jetzt noch nicht so oft gesehen mit farbigen Namen oder sonst was, aber gab es schon oft. Das ist einfach so lächerlich. Ganz ehrlich, ich zocke Advanced Warfare auf der PS3, ja? Ich habe einfach kein Geld für PS4, ist einfach so, Jungs. Da reicht das YouTube-Money nicht. Wenn ich mir einfach angucke, im Vergleich zu Black Ops 2 und Advanced Warfare. In Advanced Warfare sind die auch Deutsche auf der PS3. Ist ja nicht so, dass es die dann nicht gibt. Aber es geht mir darum,
Die Deutschen in Advanced Warfare, die fucken mich ab. Die sind einfach gut. Das heißt, du hast da vielleicht, wenn du wirklich gegen richtig gute Spieler spielst, mit einer 2-3er-KD oder was du hast, dann hast du vielleicht sowas wie Standard-Score, ohne dass du dich anstrengst, 20-12 oder sowas. So standardmäßig, ohne Anstrengung, ganz gechillt, ohne zu schwitzen, sonst was. Aber die spielen in Black Ops 2 viel ekliger. Die spielen 2-Mann-Team, 4-Mann-Team oder 6-Mann-Team. Dann schwitzen sie darauf, haben ihre XYZ unterstrich sonst was Namen, mit denen sie rumskillen. Oder natürlich andere. Aber dann geht's aber heftig los, ne? Da muss mindestens jemand EMP dabei haben, dann Konterdrohne, Orbital hat natürlich jeder dabei, die Drohne natürlich standardmäßig auch. Und dann schwitzen sie. Aber ordentlich. Das ist wirklich nicht zu fassen, wie die da schwitzen. Und ich würde auch mal eure Meinung in den Kommentaren wissen, was ihr zu Black Ops 2 meint. Weil Black Ops 2 ist für mich jetzt so ein Spiel geworden. Das kann man nicht mehr. Das kann man nicht einfach gechillt spielen. Solo kannst du das in den Arsch knicken. Ich finde aber so, wenn du den Noob Lobby Glitch anwendest, das funktioniert seit. Ja, so die letzten Tage funktioniert das eigentlich, dass man da relativ gute Lobbys findet. Also jetzt nicht so rein deutsch und rein arisch. Aber ja, an sich finde ich, Black Ops 2 bockt immer noch, wenn nicht so viele Deutsche werden. Weil ab dem Zeitpunkt, wo du dann 2 oder 3 Lobbys findest, die nur aus Deutschen bestehen. Oh, hier nochmal richtige Lucky-Situation. Die einfach nur aus Deutschen besteht, dann hast du doch keinen Bock drauf. Ganz ehrlich. Das kann man auch Call of Deutsch nennen oder sowas, ja. Call of Deutsch 3 kommt bald raus, ja. Dieses Jahr für PS4 oder so. Ganz ehrlich, das größte Teil von Black Ops 2 ist einfach Deutsch. Haut rein.